Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon, Portal in die Unendlichkeit. Im letzten Part haben wir am Ende ein Event getriggert und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Spiel fortsetzen. Was bisher geschah? Die Reise zum Riesengletscher war ein Erfolg auf ganzer Linie. Für Benny und die anderen beginnt jetzt wieder der Alltag. Starlight. Ah, die Drogen schlagen wieder zu. Mich? Benny, du... Hörst du mich? Benny? Ja, ich höre dich. Ich höre dich sogar laut und deutlich. Das ist ja wunderbar. Endlich. Endlich komme ich zu dir durch. Benny. Du? Ich habe gesehen, wie du verfolgt wurdest. Du warst also das Pokémon, das ich in meiner Vision gesehen habe. Ja, ich heiße Somniam. Du wurdest von einem gefährlich aussehenden Pokémon gejagt. Alles in Ordnung? Aber ich kann ja jetzt deine Stimme hören. Du bist also in Ordnung, oder? Ja, fürs Erste schon. Es ist mir gelungen, noch nicht geschnappt worden zu sein. Verstehe. Das freut mich zu hören. Ich war nämlich ziemlich in Sorge. Danke, aber ich bin so erschöpft. Tricephalo lässt einfach nicht locker. Er findet mich immer und immer wieder. Tricephalo? Heißt dieses Pokémon so? Er wirkt jedenfalls sehr brutal. Ja, Tricephalo mit seinen drei furchteinflößenden Köpfen. Mit seinen drei Mäulern verschlingt er alles, was sich ihm in den Weg stellt. Er ist die pure Zerstörung in Pokémon-Gestalt. Es ist allein seine Schuld, dass die Welt aus den Fugen geraten ist. Und wenn er nicht bald aufgehalten wird, könnte diese Welt noch zerstört werden. Tricephalo interessiert sich ausschließlich für sich selbst und seine eigene Belange. Er sagt, es sei ihm egal, ob der Rest der Welt zugrunde gehe oder nicht. Ich will ja nur zu gerne etwas gegen ihn unternehmen, aber er ist zu gewalttätig. Niemand kann so ein Monster stoppen, schon gar nicht ich. Ich sah keine andere Möglichkeit, als nach Hilfe in der Welt der Menschen zu suchen. Ich kann nämlich die Träume der Menschen betreten. Und der Traum, in dem ich erschien, Benny, das war dein Traum. Ich rief dich in meiner Verzweiflung um Hilfe an, Benny. Bist du vielleicht ein Mensch? Falls ja, dann habe ich eine Bitte an dich. Rette uns! Bitte rette die Welt der Pokémon! Aber als ich dich um Hilfe anrief, wurde ich dabei von Tricephalo bemerkt. Und seitdem verfolgt er mich. So ist das also. Seitdem jagt er Somniam. Seit jenem Abend jagt mich Tricephalo ohne jede Gnade. Bisher konnte ich immer entkommen, aber langsam geht mir die Kraft aus. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis er mich schnappt. Verstehe. Wo bist du jetzt, Somniam? Was? Kommst du mich etwa retten? Auf was sollte das Gespräch denn sonst hinauslaufen? Ja, Somniam, tschüss. Danke für das Gespräch, jetzt darfst du verrecken? Also bitte, was tut es so überrascht? Ja klar, schließlich hast du mich doch in diese Welt hier geholt. Vielen Dank. Ich bin am Fuß des Berges Genovia. Da ist ein Vulkan mitten im Wald. Bitte, du musst mich retten. Er hat mich gefunden. Ich muss weg. Entschuldige bitte. Ich verlasse jetzt deinen Traum. Bis bald. Oh mein Gott, Magenschmerzen. Ich hätte nicht naschen sollen vorm Schlafen gehen. Caleb schläft noch tief und fest.
Dann war es also wirklich ein Traum. Aber wenigstens konnte ich diesmal alles klar und deutlich sehen. Es ist genauso, wie Caleb gesagt hat. Endlich stimmen die Wellenlängen überein. Am besten sortiere ich jetzt mal alles. Somnian heißt das Pokémon in Not. Sie wird von einem Pokémon namens Trikefalo verfolgt. Und sie befindet sich jetzt am Fuß des Berges Genovia. Klingt irgendwie wie ein Land, Genovia. Sie hat mich um Hilfe gebeten. Ich bin in diese Welt gekommen, weil mich ihre Stimme sozusagen hineingesaugt hat. Es freut mich sehr, dass Caleb auch helfen will. Aber das Ganze ist allein mein Problem. Ich will keinen meiner Freunde in Gefahr bringen. Deswegen dachte ich mir zuerst auch, ich muss das alleine bewerkstelligen. Was absoluter Bullfuck wäre. Benny würde niemals so denken. Aber Somnian hat gesagt, dass durch Trikefalo die Welt aus den Fugen geraten wird. Sie hat gesagt, er könnte sogar die ganze Welt zerstören. Die anderen Pokémon scheinen alle mit Sorge in die Zukunft zu blicken. Vielleicht hängt ihre Sorge ja irgendwie mit Trikefalo zusammen. Das ist also nicht nur mein Problem. Die Sache geht allen an. Morgen früh sollte ich mich nicht nur mit Caleb, sondern auch mit allen anderen beraten. Am nächsten Morgen. Was? Was? Benny! Du bist in Wirklichkeit gar kein Pokémon? Du kommst aus der Welt der Menschen? Du bist ein Mensch? Was? Oh mein Gott. Streupoli! Ach ja, stimmt ja. Dieses klitzekleine Detail hatte ich ja keinem von Ihnen erzählt. Kein Wunder, dass Sie jetzt so überrascht sind. Bevor ich von meinen Träumen erzähle, hätte ich Ihnen das wohl erklären sollen. Entschuldigt bitte, Leute. Es ist nicht so, dass wir euch das verschweigen wollten. Wir haben einfach nur nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden, um es zu erwähnen. Jedenfalls ist Benny ein Pokémon im Traum erschienen und hat um Hilfe gebeten. Aus irgendeinem Grund wurde Benny daraufhin zu einem Pokémon und kam in unsere Welt. Wir trafen aufeinander. Und da Benny nicht wusste, wohin, beschlossen wir, fortan an einem Strang zu ziehen. Wir konzentrierten uns zunächst mal auf die Errichtung des Pokémon-Paradieses. Die ganze Zeit über war unklar, weshalb Benny eigentlich hier ist. Aber wenn es einen Schlüssel zur Lösung dieses Rätsels gibt, dann finden wir ihn in den Träumen von Benny. Da waren wir uns immer sicher. Und der Traum von letzter Nacht hat jetzt für endgültige Klarheit gesorgt. Ich weiß, dass das alles erstmal total unglaublich klingt, aber es ist wahr. Yep. Echt ziemlich unglaublich. Ich meine, so eine Geschichte bekommt man schließlich nicht alle Tage zu hören. Ihr müsst noch völlig verrückt sein, euch das einfach so zu glauben. Du sagst es. Ich glaube euch kein... Nicht? Also ich glaube euch. Also ich glaube euch kein... Ich jedenfalls glaube euch kein... Ich glaube euch kein... Keineswegs nicht. Wir sagen, natürlich glaube ich euch. Nun, wenn unsere Freunde das sagen... Wenn Benny das sagt, dann glauben wir es natürlich, ganz egal, was andere denken. Wow, Imolga, du bist ein bisschen wieder aufgestiegen. Leute. Oh, Bro-Moment. Falls es stimmt, dass dieses Pokémon namens Trikefalo alles verschlingt und somit die Welt aus den Angeln hebt, dann können wir natürlich nicht einfach tatenlos zusehen und nichts tun, oder? Danke, Leute. Ich sehe das genauso wie ihr alle. Damit ist die Entscheidung gefallen. Wir, das Team Benny und Co., werden mit der Kraft jedes Einzelnen, sowie unserer geballten Teamstärke, Benny bei seinem Abenteuer bis zum Ende unterstützen. Hurra! Da müssen wir schnell alles vorbereiten. Weiß denn jemand von euch etwas über Somnian und Trikefalo? Nein, diese Namen höre ich zum ersten Mal. Geht mir auch so.
Dann hat also noch niemand hier etwas von diesen beiden gehört? Will mal kurz analysieren, was Benny gesagt hat. Dann scheint dieser Trickgefalo ziemlich gefährlich zu sein. Drei Köpfe und große Mäuler, mit denen er alles verschlingt. Ein Pokémon so gewalttätig, dass niemand es aufhalten kann? Da kriegt man ja richtig Angst. Wir können es also nicht einmal mit vereinten Kräften besiegen? Wir sollten die Flinte noch nicht ins Korn werfen. Als erstes müssen wir uns überlegen, wie wir Somnian retten können. Genau. Wir wissen einfach noch zu wenig über diesen Trickgefalo. Aber wir müssen uns natürlich auf das Schlimmste gefasst machen. Für den Fall, dass er plötzlich auch uns jagt. Wir müssen auf jeden Fall sicherstellen, dass Trickgefalo nicht Raststadt heimsucht. Unser Ziel ist die Rettung von Somnian. Aber Trickgefalo darf uns nicht bemerken. Sobald wir Somnian gefunden und gerettet haben, bringen wir sie zum Paradies. Dann befragen wir sie über Trickgefalo. Und mit dem neuen Wissen überlegen wir uns eine Strategie. Was sagt ihr? Also wie die Dinge liegen, sollte auf diese Rettungsmission nur ein kleines Einsatzteam gehen, oder? Ja, dann werden nur Benny und ich gehen. Seid vorsichtig! Bringt Somnian mit, aber bloß nicht Trickgefalo! Na, das wäre ja scheiße. In der Zwischenzeit kümmern wir hier uns um alles. Kommt wohlbehalten zurück, okay? Danke, Molga und du Miesel. Wir werden unser Bestes geben. Wohin sagtet ihr, dass ihr geht? Diese Somnian befindet sich doch am Fuß des Berges Genovia, nicht wahr? Das ist ein Vulkan im Süden. Ist ein gutes Stück weit weg von hier. Mit den Zugangskarten seid ihr schneller. Aber zuerst müssen wir natürlich die richtige Kombination austüfteln. Das stimmt. Fangen wir gleich damit an. Sian und ich machen uns sogleich daran, die richtige Kombination herauszufinden. Wir finden einen Dungeon, der euch direkt zum Fuß des Berges führt. Die Entfernung ist zwar beträchtlich, aber die Kombination sollte dennoch einfacher als beim Riesengletscher sein. Allzu viel Zeit wird es wohl nicht in Anspruch nehmen. Ihr beiden macht euch in der Zwischenzeit bitte für die Abreise fertig. Wir warten auf dem Hügel auf euch. Sobald ihr reisebereit seid, sprecht uns an. Verstanden? Dann bereiten wir uns mal gründlich vor, Benny. Wenn wir damit fertig sind, gehen wir rauf auf den Hügel. Alles klar. Epische Musik, by the way, die dabei gespielt hat. Das war echt episch. Aber, ist das jetzt praktisch die finale Reise? Die finale Reise, Somnian zu retten und dann kurz darauf Trickgefalo zu besiegen? Wenn das schon so weit ist, dann ist das dieses Spiel aber verdammt kurz. Ich habe schon mitbekommen, dass das Spiel sehr kurz ist, aber das ist verdammt kurz dann. Viel kürzer auf jeden Fall als Erkundungsteam Himmel. Und ihr merkt vielleicht, meine Stimme ist ein bisschen Kennt ihr das Gefühl, ihr kommt aus dem Urlaub und plötzlich werdet ihr krank? Genau diese Scheiße läuft gerade bei mir. Gestern war ich an sich noch morgens total fit und am Abend hatte ich plötzlich einen kratzenden Hals. Also ich sag nur eins, das ist Bullfuck. Ich werde nie gesund. So, dann wollen wir Doppelhieb weiter trainieren. Deswegen werde ich jetzt nicht auch ein bisschen so rumschreien hier. Ah ja, das ist jetzt mal so Training auf leichte Kost. Und dafür steigt es auch nur ein bisschen. Oh Gott, ey. So, dann wollen wir nochmal abtauchen und schauen, was für tolle Sachen wir daraus bekommen. Also wenn das schon das Finale ist, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Dafür ist irgendwie zu wenig passiert. Oh, ich sehe eine schwarze Kiste. Ich muss da nur noch rankommen. Holla. Oh, ich möchte gerade versuchen, meinen Fragekatalog aufzumachen, damit wir noch ein paar Fragen hinkriegen. Benny, wie viel schätzt du, wird das neue Phoenix White Spiel kosten? Keine Ahnung. Das Problem ist, es steht überhaupt noch in den Sternen, ob es so kaufbar sein wird, wie es soll. Oder ob es nur im Online-Shop verfügbar ist, was ich eigentlich bescheuert fände, weil, warum nur im Online-Shop?
Capcom hat in letzter Zeit echt Probleme mit der Ace Attorney-Reihe, die irgendwie zu vermarkten, muss man sagen. Von daher, keine Ahnung, hoffentlich nicht zu teuer. Aber das könnte es natürlich sein. Ich meine, neue Spiele sind immer teuer. Okay. Oh, jetzt muss ich vorsichtig sein. Da du ja offiziell Däne bist, kannst du Dänisch? Also bist du zweisprachig? Nein, ich bin nicht zweisprachig, muss ich gestehen. Oh, verdammt, das hätte böse enden können. Nein, ich bin nicht zweisprachig. Ich kann an sich nur Deutsch und Englisch. Also in dem Sinne bin ich schon zweisprachig, aber nicht mit Dänisch. Das habe ich mal gekonnt als Kind, aber mit der Zeit halt verlernt, sozusagen. Ich verstehe es ein bisschen, wenn man mit mir Dänisch spricht, aber selber sprechen tue ich es nicht. So, und da du mal sagst... sorry. Aber machen wir mit der Frage gleich weiter. Erstmal müssen wir gucken, was wir bekommen haben. Leuchtstein. Cool. Schützerband. Zinkband. Lähmorb. Vitalorb. Preisticket. Taubsamen. Sinelbeere. Grasfarbe. Preisticket. Baumfarbe. Fragiabeere. Erdfarbe. Preisticket. Okay. So. Und da du mal sagtest, du labst, spielst du auch Pen and Paper Rollenspiel? Wenn ja, welche? Pen and Paper spiele ich nicht. Es ist aber geplant. Also ich habe es geplant, dass ich das mal machen möchte. Also ich habe auch eine Gruppe zur Verfügung, wo ich das mit denen spielen könnte. Von daher noch spiele ich es nicht, aber es ist geplant. Es ist geplant, dass ich das mache. Glut weiter trainieren, ja. Hast du Haustiere? Wenn ja, was? Wenn nein, was würdest du dir als Haustier holen? Bei meinen Eltern hatte ich, also anfangs jede Menge Katzen gehabt. Jetzt, zwei Hunde. Aber jetzt hier bei mir in der Wohnung sind keine Haustiere. Ich hätte überhaupt keine Zeit, mich um das Haustier zu kümmern. Aber ich hätte gerne, keine Ahnung. Papagei wollte ich eigentlich schon immer gerne haben. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die Tiere einfach mega interessant. Außerdem liebe ich bunte Sachen. So, dann haben wir uns auch hier rumgekümmert. Und momentan habe ich keine Haustiere. Wünschen würde ich mir einen Papagei. Vielleicht zwei. Damit die nicht so alleine sind. So. Ach, ich habe noch gar nicht, den Einleitungssatz gesagt. Von wegen Bennys Fragestunde. Fragen und Antworten mit eurem Benny Bunny 5. Ja. Hä? Was ist das denn? Es fiel mir schwer zu glauben, dass Benny früher mal ein Mensch gewesen sein soll. Aber wen kümmern solche Einzelheiten letztlich schon? Hm? Aha. Okay, dann wollen wir noch ein bisschen einkaufen. Ja, noch eine Frage machen wir. Benny, wirst du ein Transformer-Spiel Let's Playen, wie Untergang von Cybertron oder Kampf um Cybertron? Also Transformers finde ich cool, aber Let's Playen werde ich davon nichts. Nee. Das brauche ich nicht. Also so sehr mit Transformers bin ich nun auch nicht. Von daher werde ich keins davon Let's Playen. Löse Entwicklung bei bestimmten Pokémon aus. Cool. Boxen muss ich noch knacken. So, dann hätten wir das erledigt. Kaufen tue ich einen Belebersamen. Nichts verkaufen. Ich möchte kaufen. Wow, der hat gleich zwei Belebersamen. Nice. Kann man immer gebrauchen. Aber das würde auch erklären, warum unser Paradiesrang so schnell aufsteigt. Ich meine, holla, ich... Wenn wir schon so nah Richtung Ende der Story laufen, das ist aber echt traurig. Dafür gab es mir zu wenig Emotionen und so. Da hätte man ordentlich mehr raushauen können. Aber warten wir nochmal. Warten wir nochmal, bis es soweit ist.
Danach kann ich immer noch genug meckern. So, und jetzt mal die Box auf. Versammlungskelb, okay. Ja. Ich weiß, dass du weißt, dass ich eine Box habe. Sind die Gedanken, die wir danken, die Gedanken, die wir denken? Denkst du das? Vergelter. Bei Vergelter handelt es sich um eine Teamfähigkeit. Beherrschst du sie, werden die Statuswerte Angriff, Spezialangriff und Genauigkeit der übrigen Verbündeten zeitweise erhöht, sobald ein Verbündeter kampfunfähig wird. Die Vorzüge von Teamfähigkeiten kommen allen Teammitgliedern zugute. Team Benny und Co. hat die Fähigkeit Vergelter erlernt. Aha, klingt interessant. So, dann wollen wir ablegen. All dieses Zeug hier, das brauchen wir jetzt nicht. Jups. Hups. So, die vier Bänder brauche ich eigentlich gar nicht, weil nur zwei mitlaufen, aber ich behalte sie jetzt trotzdem der Einfachheit halber. Belebersamen und so. Ich denke, das passt schon so ganz gut. Gut, dann werde ich jetzt mal speichern, denn wir sind schon wieder am Ende des Parts angekommen. Aber ich hoffe, ihr schaltet zum nächsten wieder ein. Bis dann.